während des Kampfes wirklich gestanden. Ah, besser. Ich hatte übrigens auch von meinem Bürostuhl kaputt gekriegt. Vor Grand Tourism habe ich mich mal kurz gestreckt und dann sagte die Lena auf einmal Klack und ich lag auf dem Boden und ich habe mich fast bepisst vor der Hand. Ja, ich lag da wie so eine hilflose Schildkröte auf dem Rücken. Und ich habe die heute Morgen bekommen, ich stand in der Creperie und denk nur so, ja genau. Das war ein Bild für die Götter. Anna fand das auch sehr lustig. Achso, du zeigst also mit fremden Leuten einfach die Bilder, die ich dir schicke. Ja, ja. Ja, nicht die privaten, ne? Achso, ja, dann ist ja gut. Du geiles Schnittchen, du. Ah! Aber der war mal unfair gesetzt. Immer wieder volles Leben jetzt. Aber der hatte mal was. Der hast du hier gar nicht mitgerechnet. Aber gut, ich meine, ist natürlich auch mega subtil gemacht eigentlich, ne? Ich will auch nochmal. Ja, reg dich ab. Was das Spiel selber spielt zu Hause. Wow! Alter! Ist ja gar nicht übertrieben oder so. Nee, irgendwie nicht. Ja, wirklich was gegen fremde Besucher. Die sollen sich mal nicht so anstellen. Hallo, es reicht. Hallo, jetzt. Hallo. Auf jeden Fall. Warum ich mich mit dem Hebel da jetzt betätigen? Oh. Steine. Und wieder nur so wenig. Ich weiß, das ist eine Riesenkiste. Das ist wie wenn du bei Amazon sowas bestellst. Du kriegst ein Paket, ja, das ist größer als der Mount Everest. Und dann hast du so einen kleinen Adapter da drin. Da muss ja viel Verpackungsmaterial drum gepackt werden, damit das auch ja nicht kaputt geht. Warte hier. Du hast noch 117 GB. Ja, so, du wolltest. Okay, du kannst nach dem Kampf. Alter, ich hatte so gut wie keine Energie mehr. So, du kannst wieder. Licht! Wird total überbewertet. Blinde sehen auch nicht und die kommen auch durch die Gegend. Du bist heute ganz schön radikal eingestellt, ne? Ja, irgendwie schon. Wow! Alter, das hat Stil. Sag doch, das ist einfach nur ein Kern mit der Lichtleiste. Also ich setz mich hin und sehe nur noch wieder Dinge umkippt. Wow! Na, du lässt mich aber wieder frisch machen, oder? Ja, frisch machen. Jo, was kommt jetzt? Da ist noch ein Tor. Und ganz ohne. Warum ist der einfach so schwarz? Ja, aber da sind ganz schön viele Kobolde. Und die sind. War das einfach rassistisch? Nein. Also. Nee, ich denke, das ist einfach vom Schatten. Ja, das kann sein. Da brauchen einen Eiszapfen da. Ob du dich statt mit Relikten auch damit aufmotzen kannst? Die Größe stimmt in etwa. Der Doktor sagt, dass das nicht möglich ist. Die arkanen Energien deiner Brustkugel interagieren nur mit dem äußerst dichten Material. Was? Was sagt der Doktor? Tja, ich sage, versuch's mal. Was soll schon passieren? Er könnte wegschmelzen. Siehst du? Nichts passiert. Der bewegt sich. Echt jetzt? Okay. Alter. Das sieht geil aus. Cool. Ich krieg Gänsehaut. Ich suche noch mehr. Ja, guck mal, jetzt haben wir zwei Lebensbalken. Alter, das ist geil. Schrecklicher Neck. Necklicher Schreck. Das ist geil. Flumi. Wand. Und der lädt sich relativ schnell auf. Ja. Alter.
War zwar nicht so geplant, Alter, aber... Alter, was ist da denn für... Wow! Boah, er ist aber gerade nochmal so gefangen, ey. Ich rutsche. Ja, der ist ja auch Eis. Ja, sag bloß. Bloß. Du hast gesagt, ich wollte mir das sagen, hab ich gesagt. Es wird nicht mehr überfallen! Alter! Dann musst du nachher rausschneiden. Wieso? Ich muss jetzt mal die COD-Fast fertig. Ja, die hast du ja noch nicht fertig gemacht. Also obwohl, ich muss eigentlich theoretisch erstmal den Neck anverwachen und ich weiß, oh, das ist so viel Arbeit. Ja, ich muss eigentlich Assassin's Creed weitermachen. Aber das wisst ihr ja noch gar nicht, weil ab dem 1.1. So ist der Plan, wenn ich den umgesetzt bekomme. Ja, kriegst du sowieso nicht hin. Also ab dem 1.8.2015 kommt Assassin's Creed ab Teil 2, weil Teil 1 im Moment nicht aufnahmefähig ist. Könnt ihr euch schon mal drauf freuen? Ich will's lassen. Ja, stimmt. Die ersten vier Parts, die könnt ihr wirklich vergessen. Echt? Ja, weil ich mich da in den ersten... Also, du wärst aber auch genau in den Bomben rein, ne? Die ersten vier Parts reg ich mich so, kriege ich die Steuerung erstmal nicht auf die Kette, wie in Blacklist. Hallo, Rudi, was hat er noch mit? Und fail der erstmal bis zum geht nicht mehr. Wieso hast du denn schon Blacklist? Blacklist. Achso, Splinter Cell. Ich hab das. Nimm doch die Kristalle da mit! Welche Kristalle? Die gelben! Ich guck die ganze Zeit nach blauen. Ich hab die ganze Zeit gedacht, dass du Black Flag meinst. Nein, deswegen. Black Flag habe ich noch nicht, aber Black Flag will ich mir holen. Ach, jetzt auf einmal? Alter, ich hab alle Assassin's Creed Teile. Ja, das stimmt. Dann macht das ja durchaus Sinn, oder? Ich meine, wer hat für die Heritage Edition nur 40 Euro bezahlt, statt 50? Ja. Der ist aber auch nur durch Zufall entdeckt, oder? Nein, das war alles gekonnt. Ja, das war alles. Das glaube ich dir auch. Das war alles gekonnt. Vorsicht, Schneeball. Wie hat Columbo so schön gesagt, wenn du einen Schneeball rollen siehst? Lauf. Lewar. Wirf nach! Ach so. Ich bin doch kein Franzose. Naja, du hast dir da eben ordentlich Mühe für gegeben. Das musste mal geklärt werden. Alter, wie fett der einfach nur ist. Na siehst du, da ist es wieder. Falls der Fahrer das Spiel erst hat, ging wieder groß. Kannst du noch einen blauen, bis er wieder klein wird. Hallo, nee, doch, du bist keine... Hab ich doch. Nein, hast du nicht. So, jetzt hab ich ihn. Hohoho. Wow. Was ist denn für eine kranke Kanone? Ich glaube, das definiert sich hier als Granatwerfer. Ist ja süß. Ich wurde gekoboltet. Du scheiße, wenn man keine Winterkrallen drauf hat, ne? Hat er nicht? Doch, klar. Nee, hat er nicht. Der hat Handschuhe an. Du hast das wahrscheinlich nicht verstanden, ne? Wahrscheinlich nicht so, wie du den eigentlich geplant hattest. Dann denk mal drüber nach. Ah. Ist jetzt gekommen, oder was? Nee. Das war eins. Warum warten bis der am Boden ist? Ich hätte die Kristalle. Ich wollte sagen, ich hätte die Kristalle noch mitnehmen sollen. Junge, 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 Junge. Oh, wie Thor kam er an, du. Aber okay, selbst Thor hat gegen knapp keine Chance. Nehmen wir die Kristalle auch mit. Geparkt. Heiligabend kommt übrigens wieder die Geister, die ich rief, ne? Ja, ich werde aber Heiligabend schöne Bescherung gucken. Mit wem ist denn das? Chevy Chase! Vielleicht kenne ich den. Klar kennst du den. Wenn du eine schöne Bescherung nicht kennst, ja, dann ist an dir echt was vorbeigegangen. Dann ist der Weihnachtsmann echt hier. Ja, dann kenne ich ihn wahrscheinlich. Dann geht nämlich so alles schief, was nur schief gehen kann. Dann kenne ich den. Unter anderem, dass der Hund Curlys Haus ein Eichhörnchen hat. Und dabei kein Stopp vor irgendwelchen Möbeln oder Tellern oder was auch immer. Ja. Dann kenne ich den. Oder die Stelle, wo der Gänsebraten angeschnitten wird und der so auseinanderfliegt und noch heiße Luft rauskommt. Ich glaube, den kenne ich. Ja, aber würde mich nämlich sehr wundern, wenn du mich nicht kennst. Aber es ist Ewigkeiten her, dass ich ihn gesehen habe. Also vier. Guck mal, jedes Jahr, das ist Tradition bei uns in der Familie.
Okay. Wir machen dieses Jahr mal nicht traditionell Weihnachten bei uns. Wir, Ihr macht Hanukkah? Nein, wir, Witzbold. Wir machen Fondue. Wir machen normalerweise immer Kassler mit Rosinen und Äpfeln. Und das ist mega lecker, Alter. Hör mal auf den Kassler. Ich kann das Zeug nicht ab. Geräuchertes Kassler ist mega geil. Nee, aber diesmal gibt's bei uns Fondue. Ah, ja. Ein ganz neuer Look für mich. Ja. Gefällt's dir? Du siehst richtig krass aus. Das fühlt sich auch krass an. Aber ich muss schnell machen, wenn ich draußen bin. Ich schätze, ich habe nur eine Minute. Dann schmilzt mich die Sonne auf normale Größe. Na super. Na, eine Minute reicht vielleicht. Siehst du die Querbalken da am Tor? Aha. Der Mechanismus, der sie steuert. Mhm. Das sind die Ziele. Kapiert. Eiskalt. Oh. Kapiert. Oh, guck mal, oben auf die Uhr. Ach, nee. Wow! Jo, der hat aber auch wow. Ein paar Schläge zu viel gehabt. Ein paar ist ja mal. Du musst doch von hinten gehen. Ja. Alter! Mach mal Special Combo! Gute Idee! Du kannst auch links hoch, geh mal links. Gehst drauf, gehst du danach mal rechts, weil dann haben wir nicht alle Wege durch. Alles klar. Und du meinst, ich soll die Special Combo raushauen? Für die Riesenviecher auf jeden Fall! Guck mal, sie sind nämlich nackelig. Das ist aber noch. Jawoll! Was der für eine fette Keule gehabt? Lauf, Forrest, lauf! Was der für eine fette Keule hatte, ey! Was? Eins weg, zwei übrig. Einmal voll machen, bitte. Habe ich mir gestern bei Jet auch gedacht. Bei Jet? Ach, bei der Tankstelle. Ich war gestern noch mal ein bisschen tanken. Wie teuer? 1,47. Ja, okay, du kriegst deinen Tank ja für 50 Euro komplett voll. Ja, ja, ich mach aber 18 Euro oder so, war dann wieder voll. Weil da ich jetzt noch nicht weiß, wie viel ich für die Feiertage fahren muss, hab ich mir gedacht. Viel. Nee, hoffentlich nicht. Ah. Einmal voll machen, bitte. Nur noch ein Tor. Ich meine, das ist zwar, also, ist mal was anderes. Warum man nicht von dem Standpunkt da hinten dann weiterspielt? Naja. So viel Lust? Ja, dann würdest du es aber mit der Zeit auch nicht schaffen. Ja, du stirbst ja nicht, oder? Ja, aber du bist ja dann zu klein. Kommt nicht auf die Größe an, oder wie war das? Bei manchen Dingen schon. Bam, einfach mitten rein. Geht doch. Ich weiß die doch gar nicht. Wenn man weiß wie. Wenn man weiß wie? Stimmt. So, Türchen ist auf. Guck mal, der 24. Türchen. Dam, 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 da. Da, oh, jetzt, da, da. Ja, jetzt braucht er wieder kleines. Jetzt braucht er kleines. Jetzt braucht er wieder. Ich wusste es. Sie bewachen das Gebäude. Ob sie dort die Relikte lagern und das ganze andere gestohlene Zeug? Tja, ich hoffe es. Bisher war ja nicht viel zu hoch. Was willst du? Wir sehen uns dann dort. Du musst wohl den langen Weg nehmen. Sorry. James Bond. Na, welcher Film? Keine Ahnung. Der mit Halle Berry. Der Morgen stirbt nie. Nein. Doch. Nein. Stirbt an einem anderen Tag, stimmt. Ja, das passt schon eher. Lässt du dich einfach wieder frisch machen. Doch gar nicht. Hallo, lass mich rein! Sushi Express! Alter, ohne Scheiß, lass gleich mal was zu essen holen. Alter, ich war vorhin erst beim Chinesen, ich hab noch keinen Hunger. Du warst beim Chinesen? Ja, zwangsweise. Wieso zwangsweise? Ja. Weil wir halt hingefahren sind, essen. Ja, ich sollte mal frühstücken, dann mal auf. Hast du nichts gegessen? Nö. Warum nicht? Alter, wir haben kurz vor 5. Ja, bearbeiten. Das ist noch schlimmer.
Obwohl, ja, nichts gegessen stimmt so nicht. Ich habe ein Brötchen gegessen. Oh, ein Brötchen.